So, haben wir sonst noch was? Da ist noch ein Bildchen, was wir angucken können. Ich hätte das hier kaufen sollen. Das wäre auch mehr deine Preisklasse gewesen. Was haben wir hier? Vielleicht hätte ich aber doch das hier kaufen sollen. Dann gucken wir doch mal weiter. Die Chance hatten wir ja vorher nicht. Vielleicht hätte ich ja doch das hier kaufen sollen. Und vielleicht hättest du ja auch das hier kaufen sollen. Ja, ist doch klar. Und das da. Hättest du auch das hier kaufen sollen? Nur so aus Neu Huch, nur mal so aus Neugier. Vielleicht hätte ich doch das hier kaufen sollen. Ja, du bist schon ein Pfosten, Guybrush. Das gibt's doch gar nicht. Und was sagt aber der Sea Monkey? Klein, aber mein. Ja, das stimmt allerdings. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo haben wir denn jetzt unsere Crew eigentlich am Rumstarten? Die müssen sich hier irgendwo rumtreiben und wo müssen du bleiben? Ich dachte, vielleicht kommen die jetzt hier. Aber hier scheint niemand zu sein. Ich dachte, ich kann die jetzt hier am Pier willkommen heißen. Die fantastischen Pier, genau. Nee, Otis ist ja weg. Den kriegen wir hier eh nicht mehr. Warum laufe ich da überhaupt hin? Was ich mal ganz kurz mache, ich weiß, es ist ein Umweg, aber ich wollte es schon immer mal gucken, ob jetzt zufällig der Gemischtwarenhändler irgendwas zu sagen hat. Ob der vielleicht gemerkt hat, dass wir ihn bestohlen haben. Das würde mich mal interessieren. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz bei der Wahrsagerin reinschauen, ob da noch irgendwas zu machen ist. Mit der alten. Hey, wo bist du hin? Ich laufe hier schon wieder durch die halbe Insel, versuche ein Treffen mit dem Pferdmeister zu arrangieren, der übrigens schon wieder meint, du sollst dir mal gehörig abschminken. Und als ich wiederkomme, bist du schon wieder weg. Mal sehen, ob ich dir überhaupt noch jemals wieder einen Gefallen tue. So, dann reden wir mal mit dem, mal gucken. Was willst du denn? Nein, ich dachte, wir können. Ich sehe mich nur mal um. Okay, aber nichts mit den Lippen berühren, ne? Ich dachte, vielleicht kann man den jetzt nochmal nach oben schicken, um das Formular zu holen. Aber das geht nicht. Ach, nee. Jetzt wollte ich gerade doch nochmal nach Otis gucken. Ich gucke nochmal ganz kurz nach Otis. Aber ich glaube, der ist nicht mehr da. Ha 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 ha. Tralali und tralala. Nein, der ist nicht mehr da. Nur noch eine leere Zelle. So, um mal ein bisschen Action hier reinzubringen, esse ich mal einen Pfefferminz. Oh, die erfrischen. Das war jetzt auch genug Action für diese Folge. Gut, bei der Wahrsagerin ist, glaube ich, nichts mehr. Da gehe ich jetzt nur mal ganz schnell, ganz kurz rein, um zu gucken, ob die noch was zu sagen hat. Aber ich glaube, die haben wir abgefrühstückt. Hallo? Gute Dame? Jemand zu Hause? Huch! Du bist zurückgekommen, deine Zukunft zu entschlüsseln. Ich sehe dich mit einigen anderen, die dir helfen wollen. Ich hasse diese Blitzerei, da sehe ich immer wieder tanzende Flecken vor meinen Augen. Sei still! Ich habe eine weitere Vision. Was muss ich? Du musst nach Monkey Island, Trademark. Dort angekommen wirst du nach dem Geist der Piraten LeChuck suchen. Er versteckt sich tief unter Monkey Island, Trademark. Es gibt nur eine Sache, die ihm wirklich gefährlich werden kann. Was ist das? Eine uralte Wurzel. Mit dem richtigen Zauber versehen genügt ein Tropfen, um einen Geist zu vernichten. Stark, die muss ich haben. Ich sehe mehr. Eine weitere Vision. Raus damit, was ist es? Ich sehe die Kannibalen, die auf Monkey Island Trademark leben. Sie helfen dir oder essen dich. Ich kann es nicht genau sagen, die Version verschwimmt ein bisschen. Na, ist ja super. Nun geh und finde die, die du liebst. Aber sei gewarnt. Keine Angst, ich passe auf LeChuck schon auf. Nicht auf LeChuck. Aber auf dich selbst und auf das, was du finden wirst, was du über dich und diese Welt herausfinden wirst.
Es würde dich in Angst versetzen. Gut, da haben wir jetzt ein bisschen was über unsere Zukunft erfahren. Ich wusste gar nicht, dass die da nochmal wiederkommt und was erzählt. Das habe ich früher nie gesehen. Und früher habe ich auch nie gesehen, dass es hier immer 10 Uhr ist, oder was? Immer noch 10 Uhr. Tatsache. Also auf Mealy Island, Trademark, ist es immer 10 Uhr. Interessant. Aber wo kriege ich denn jetzt die Crew zusammen? Wen haben wir denn? Wir haben Otis. Also theoretisch haben wir den, aber der ist ja abgehauen. Aber der kommt bestimmt nochmal wieder. Dann haben wir den lustigen, sprechenden Tattoo-Mann. Meathook war der Name. Ja, Meathook, Kanonenkugelkopf. Nicht Kanonenkugelkopf, Meathook, verdammt! So, dann gehen wir nochmal zur Schwertmeisterin. Vielleicht hat die ja Bock, uns zu joinen. La 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 la. Huch, wo kommt denn die Melodie auf einmal her? So, da ist sie wieder und macht wieder ihre epileptischen Verrenkungen. Das kann sehr super. Du hast doch schon das T-Shirt. Was willst du denn noch? Ich möchte, dass wir beide Freunde werden. Das wäre schön. Ich will, dass du abhaust und mich in Ruhe lässt. Mal kurz räuspern. So geht das nämlich gleich viel besser mit der hohen Stimme. Die Gouverneurin, sie wurde entführt. Was? Das ist ja total lächerlich. Ich glaube, es geht los. Hier, guck doch, da steht's. Oh nein, das sieht böse aus. Sehr, sehr böse sogar. Ich besorge ein Schiff und stelle eine Crew zusammen, um sie zu retten. Ja. Ich ahne schon, dass ich es bereuen werde, aber ich werde wohl mitmachen. Ich treffe dich am Dock. Sei pünktlich. Ich geh erst mal packen. Gut, dann das war schnell. Und ein bisschen heiser von den ganzen Stimmen. Wenn ich nämlich die ganze Zeit Stimmen mache, dann wird es schwierig mit den la-la-la-la-la Stimmen. Vielleicht kommen die Fettuccini Brothers ja mit. So, Haus, Insel, Schwertmeister, Zirkus. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Das ist ja schon her. Gehen wir nochmal zum Schiffsbazar. Lalalalalala. Hier ist nichts. Ach, vielleicht weil wir die Schwertmeisterin noch nicht dabei hatten, haben wir nichts gesehen. Dann gehen wir jetzt nochmal hier zum Pier von Monkey Island, von Mealy Island. Ich verwechsel es immer wieder. Ah, sieh meine an. Hey, gut, dass ich auch mal wieder auftauche, ne? 10 Leute wollten mir das Baby hier abkaufen, während ich hier auf die gewartet habe. Ja, so war es nämlich. Aber ich sagte allen, hey Kumpel, du hast keine Chance. Ich kenne einen Mann, der dieses Schiff über alles liebt und niemals hergeben würde. Ich hab doch recht. Ja, recht hab ich doch, oder? Natürlich habe ich recht. So viel Recht kann man gar nicht haben. Ich meine, schauen Sie sie nur mal an. Oh, ergonomisch, aerodynamisch. Eine schwimmende, muschelverzierte Schönheit ist sie. Oh, wunderschön dort im Mondlichte, hä? Mein Freund, oh. Ich bin ganz verzaubert. Ist das nicht eine bewegende Momente? Ich habe meine Meinung geändert. Ich kann sie nicht hergeben. Sie kriegen ihr Geld zurück. Wie konnte ich nur mein Liebstes verkaufen? Ich weiß es nicht. Oh. Aber Geschäft ist Geschäft, richtig? Ja, richtig. Wir sehen uns später, ne? Viel Glück, viel Vergnügen. Ich bin dann mal weg, muss ja ganz schnell weg. Tschüss. Hoppla, jetzt habe ich doch beinahe vergessen, Ihnen diese schöne Broschüre hier mitzugeben. Dieses Hochglanzprospekt, hä? Ein kleines Geschenk, damit Sie sich immer an mich erinnern, hä? Ihr guter Kumpel Stan, hä? Stan, dieser gute, bene, beste Laden von der Welt. Vielleicht hätte ich die Garantie doch verlängern lassen sollen. Hey, lange nicht gesehen. Huch, da kommt er jetzt also her. Otis, alter Ganove, ich dachte, ich sehe dich nie wieder, Hey, ich lass keine Chance aus, etwas schnelles Geld zu machen. Geld? Ja, wir werden doch gut bezahlt, oder?
Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Junge, ist das eine materielle Denkweise? Wir sind doch alle aus Überzeugung hier. Hey, keine Anmache, klar, Alter. Also, was macht denn dieses wasserscheue Wrack da draußen? Wie kriegen wir unser Schiff hier rein, wenn der Müll da die Einfahrt versperrt? Und wo ist der Kabinensteward? Er muss noch ein paar Koffer aus meinem Haus holen. Was geht hier vor? Wo ist unser Schiff? Wo ist unsere Crew? Das wird schwerer als geplant.